habe eine lebende. Ich habe auch zwei lebende. Zwei lebende. Ich habe auch eine lebende. Die Vögel können ja anhand dieser Haufen sehen, dass dort ein Weg ist. Okay. Was meint ihr denn? Wo vorne und wo hinten ist? Das ist jetzt ein Wattwurm. Also, was ist hier? Vorne. Genau, das ist vorne. Das ist der Stülpbüttel. Und hier hat er Borsten. Und die benutzt er als Kiem zum Atmen. Und dann hat er hier einen Schwanz. Unser Schwanz, das ist seine Lebensversicherung. Und zwar, wenn die Vögel kommen und dort in den Spaghettihaufen pieken und den Wurm zu fassen bekommen, dann bekommen sie nur den Schwanz zu fassen. Und den Schwanz, den kann er nämlich wie so eine Eidechse, also da kann er verschiedene Segmente einfach abwerfen. Und dann kriegt der Vogel den Schwanz zu fassen, aber nicht den ganzen Wurf. Aber der Schwanz kann leider nicht nachwachsen. Ja, und hier sehen wir nochmal den Stülpbüttel. Und wenn er umgestülpt ist, dann kann man hier diese 100 Zungen erkennen. Und damit kann er den Sand sortieren. So, und hier sehen wir die Wohnung von einem Backwurm. Und zwar ist die so U-förmig. Und in dieser Wohnung, da lebt er auch sein Leben lang. Hier hat er sein Klo, dann hat er hier das Wohnzimmer und seine Speisekammer. Und was er eigentlich den ganzen Tag macht, ist, er isst den Sand, also beziehungsweise die Partikel herum, also Plankton und Algen und was ist so. In den Sand gibt, dann nach 40 Minuten geht er aufs Klo und schneidet dort den sauberen Sand aus und dann geht das wieder von vorne los. Und die Speisekammer, die wird immer wieder gefüllt, und zwar bei Flut, da kommt hier einfach ein neuer Sand hinzu. So, hier haben wir nochmal einen Querschnitt vom Wattboden. Ja, hier kann man wieder diese U-förmigen Röhren sehen. Und hier kann man sehen, dass es verschiedene Färbungen gibt im Watt. Und zwar hier oben, das ist noch hell, dort ist noch Sauerstoff dran. Und hier unten gibt es noch nicht ganz wenig Sauerstoff. Und da sitzen Bakterien. Eine Chefin sagt, die pupsen. Die produzieren nämlich Methan und Schwefelwasserstoff und das stinkt ganz toll. Und ja, diese dunkle Färbung, die kommt vom Eisensulfid, was die auch produziert wird. Ja. Kannst du das behalten und dann nachher machen wir ein Experiment damit, okay? Kann ich behalten? Ist ja gar keiner. Doch. Echt ist einer. Der bewegt sich aber ziemlich, hätte ich sagen.